Hallo zusammen, Ableton Live 11 ist da und kommt mit coolen neuen Features wie Comping, Tempo Follow, neuen Devices, Sounds und vielem, vielem mehr. Eine Sache, die mich persönlich total freut, ist, dass Live 11 jetzt MPE unterstützt. Was ist MPE? MPE steht für MIDI Polyphonic Expression. Mit dieser MIDI-Spielart und entsprechender MIDI-Controller-Hardware könnt ihr mehrere Parameter jeder einzelnen Note eines Synths in Echtzeit ansteuern. Wichtig ist aber wie immer, was ihr praktisch damit machen könnt. In der Praxis bedeutet die Implementation von MPE kurz gesagt, dass wir wesentlich expressiver mit Ableton Live spielen können. Wenn ihr mit Pressure, Bending und Sliding spielt, wird es einfach möglich, sehr lebendige und sich verändernde Chords und Solo-Lines zu spielen. Und es bedeutet auch, dass damit jetzt das Spielen, Aufnehmen und Editieren von polyphonen Aftertouch-Daten möglich ist. Polyphoner Aftertouch ist nur ein Teilbereich der neuen MPE-Unterstützung. Es werden auch noch weitere MIDI-Control-Parameter, wie zum Beispiel Slide, unterstützt. Aber durch die MPE-Implementation können wir die Möglichkeiten von polyphonem Aftertouch zum ersten Mal voll und ganz nutzen. Und das testen wir heute mit dem Launchpad X mal an. Zunächst geht ihr in die MIDI-Voreinstellungen von Live 11 und aktiviert hier den MPE-Support für das Launchpad. Danach öffnet ihr die Settings-Page auf dem Launchpad X, indem ihr einen Moment auf die Session-Taste drückt. Über diesen Button gelangt ihr dann auf die Aftertouch-Page. Beim monophonen Aftertouch werden, wenn ihr einen Chord spielt und eine der Noten mit etwas mehr Druck spielt, alle anderen Noten an diesen Wert angepasst. Beim polyphonen Aftertouch verfügt jede einzelne Note über ihre eigenen Velocity- und Pressure-Werte und verändert nicht die Werte der anderen Noten. Und das eröffnet uns ganz, ganz neue Möglichkeiten. Mit diesem Button könnt ihr Aftertouch deaktivieren. Und mit diesem Button können wir den polyphonen und mit diesem den monophonen Aftertouch aktivieren. Wir aktivieren den polyphonen Modus. Mit diesen drei Buttons könnt ihr noch einstellen, ob ihr mit einem niedrigen, mittleren oder mit einem hohen Kraftaufwand ansteuern möchtet. Ich wähle hier mal hoch. In Live 11 unterstützen Wavetable, der Sampler und der Arpeggiator MPE. Und diese Devices kommen auch schon mit entsprechenden Presets, die ihr out of the box benutzen könnt. Ich habe einen Wavetable Pad Sound angewählt und den steuern wir jetzt mit dem Launchpad an und recorden auch direkt einen Clip. Ihr seht, wir können zum Beispiel einzelne Noten durch unterschiedlich starken Druck modulieren. Ich habe unter dem MPE-Rider des Ableton Wavetable Synths die Settings so angepasst, dass ein stärkerer Druck auf ein Pad die Filterfrequenz für diese Note öffnet und die Oszillator 2 Position sich verschiebt. Und gleichzeitig kann durch stärkeren Druck die Tonhöhe fließend um bis zu 5 Halbtöne nach oben verschoben werden. Falls ihr die Anspielempfindlichkeit verändern wollt, legt ihr euch vor euren MPE-Synth das Ableton MPE Control Plugin und passt damit die Pressure-Kurve genau an eure Spielweise an. Okay, jetzt schauen wir uns mal an, wie wir unser Clip-Material bearbeiten und noch verändern können. Wir öffnen unseren Clip und aktivieren den neuen Expression-Editor für die Noten. Hier werden uns die aufgezeichneten Parameter jedes MPE-Kanals unter jeder Note angezeigt. Wenn ihr diese Parameter für eine Note bearbeiten wollt, wählt ihr in der Piano Roll die entsprechende Note aus und könnt dann unten entweder die Kurve mit dem Stift-Tool korrigieren, neu hinzufügen
oder wie bei Automationskurven einzelne Punkte verändern oder auch löschen. Ihr seht, dass mit diesem neuen Feature-Set sich verändernde Flächen, Solo und Baselines sehr, sehr einfach zu realisieren sind. Ihr könnt mit Live 11 diese Form der polyphonen Aftertouch-Ansteuerung auch mit einem Launchpad Pro oder mit einem SL Mark III realisieren. MPE-Support ist nur eine der wichtigen Neuerungen in Live 11. Es gibt also noch eine ganze Menge mehr zu entdecken. Viel Spaß beim Spielen mit den neuen Möglichkeiten. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.